Stiftung Goldener Zuckerhut. Der Förderpreis für den Branchennachwuchs aus Handel und Industrie ist begehrter denn je. Die Auszeichnung dient seit 1990 als Sprungbrett für die weitere Karriere der jungen Talente. Insgesamt wurden seit der Gründung 184 Preisträger gekürt und Fördergelder zur beruflichen Weiterbildung in Höhe von 930.000 Euro vergeben. 2010 werden Stiftungserträge von insgesamt 60.000 Euro ausgeschüttet. Die Kandidaten, die die Jury in diesem Jahr auswählte, möchten wir Ihnen nun vorstellen. Caroline Krämer ergänzt das Maggi-Team auf eindrucksvolle Weise. Als Channel-Managerin gestaltet die 28-jährige Nachwuchskraft aktuelle Prozesse intensiv mit und zeigt jeden Tag souverän, dass sie sich bei Nestlé weiterentwickeln will. Ich möchte meine Qualifikation ausbauen und an Führungskräfteseminaren der Universität St. Gallen teilnehmen. Günther Hofer stellt seine sprachliche und kulturelle Diversität täglich unter Beweis. Der Finanzkoordinator und Leiter Innenrevision Frankreich, Spanien und Portugal bei Haribo treibt hochmotiviert länderübergreifende Reporting-Strukturen voran. Langfristig strebe ich eine Tätigkeit als Finanzgeschäftsführer einer Auslandsgesellschaft innerhalb der Haribo-Gruppe an. Zur Entwicklung meiner Führungskompetenzen möchte ich gerne Kurse beim Management Center Europe belegen. Internationalität. Wohl kaum ein Begriff beschäftigt Mirna Torres Nogueira mehr. Die gebürtige Brasilianerin parliert fließend in mehreren Sprachen und wird im Rahmen ihres Trainee-Programms bei Beiersdorf einige Monate im Ausland verbringen. Ich plane gegenwärtig ein Promotionsvorhaben zu den Chancen und Risiken für ausländische Direktinvestitionen in Brasilien. Mit der Förderung kann ich dort 2 Forschungsaufenthalte bestreiten. Christian Wirth steckt viel Herzblut in den Vertrieb bei Unilever hinein. Der 29-jährige Key Account Manager betreut die größte der 6 Rewe-Regionen und initiierte dort jüngst sehr erfolgreich eine Spendenaktion in den Märkten. Ich möchte ein Category Management Seminar bei GS1 durchlaufen. Katharina Gapp meistert ihr duales Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin im Auftrag von Metro Cash & Carry gewissenhaft. In den Praxisphasen kann die 24-Jährige ihr Wissen jeweils sofort im Großmarkt in der Bundeshauptstadt erproben. Den Bachelor werde ich im nächsten Jahr beenden. Danach fasse ich die Abteilungsleitung ins Auge. Sandra Riens besticht durch Tatkraft, Willensstärke und menschliches Geschick. Für die Filialleiterin des Rewe-Marktes Auperle gibt es im Alltag viele kleine Erfolgserlebnisse. Wenn zufriedene Kunden lächeln, ist die 27-Jährige glücklich. Mit einem Teil des Preisgeldes würde ich gerne die Abendschule zur Betriebswirtin finanzieren. Markus Buhr ist ein Mann der Fläche. Den Jungdynamiker fesselt die schillernde Handelswelt so sehr, dass er bereits mit 24 Jahren als Hausleiter im Kaufland Lichtenfels 80 Mitarbeiter verantwortet. Ich möchte das Preisgeld für berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen rund um das Thema Personalentwicklung nutzen.
Langfristig strebe ich die Position des Verkaufsleiters an. Getreu dem Motto, wir lieben unsere Mitarbeiter, hat Julia Reinbold stets ein offenes Ohr für alle. Neben ihrem fundierten Fachwissen erwirbt die 25-jährige Personalreferentin bei Edeka Südwest innerhalb kürzester Zeit eine ausgeprägte soziale Kompetenz. Mit Arbeitsrechtkursen und dem Zertifikatsstudium Human Resources Management kann ich mich bestmöglich auf meine berufliche Zukunft vorbereiten. Engagiert und ergebnisorientiert setzt Jedmir Hayrola sein Know-how bei der Metro Systems ein. Der 29-jährige Deployment Manager erfasst im Umfeld von SAP Human Resources Themen schnell komplexe Sachverhalte und etabliert adäquate Lösungen. Ich möchte mit meinem Projekt dazu beitragen, Stimmungen, Trends und Themen im Web 2.0, die die Metro Group betreffen, noch gezielter zu identifizieren und aufzuschlüsseln. Ganz früh hat Jana Götte schon ihre Liebe zur Schokolade entdeckt. Die 29-jährige Powerfrau machte später ihre Leidenschaft zum Beruf und kümmert sich heute als Chefin des Produktmanagements um die Halloren-Marken. Um neuen Input zu erhalten, möchte ich einen Teil meiner Prämie für Analysen des Süßwarenmarktes in Osteuropa verwenden, ein Führungskräfte-Coaching absolvieren und weitere Young Business Factories der EZ besuchen.